Hallihallo, meine lieben Filmfans und Freaks, und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Heute gibt's ein Päckchen vom Schmidtchen. Viel Spaß dabei. Ja, Daddy, das liebe Schmidtchen, hat mich angeschrieben und hatte mir ein paar Hörspiele angeboten. Und ja, ich konnte dadurch tatsächlich ein paar Lücken füllen. Die hat er mir zugeschickt und das Päckchen ist sehr groß. Ich habe das schon angefangen aufzumachen und dann habe ich gesehen, dass da noch mehr drin ist, außer die Hörspiele. Und dann dachte ich mir so, komm, das halten wir mal lieber auf Video fest, ja. Wer weiß, was mich hier erwartet. So, wie gesagt, es ist zwar schon auf, aber ich weiß wirklich nicht, was da noch so alles drin ist. Hier sind noch so ein paar Luftpolsterumschläge drin und so. Keine Ahnung, ich habe mich direkt hier hingestellt und ja, lass das mal zusammen machen. Ja? Ich bin gespannt. Und mein lieber Schmidtchen, das wäre doch nicht nötig gewesen, ja. Das muss man so sagen. ich leg's mal eben kurz auf den Boden. Was mir hier noch fehlt, ist so ein Stehtisch. Das wäre super. Aber ist ja eigentlich so schon eng. Sieht das eigentlich groß aus für euch hier? Es ist eigentlich ein bisschen eng. Oder ich bin fett. Gut, lassen wir das. Ich habe hier schon mal was rausgezogen. Eine VHS. Von Dreamscape mit Dennis Quaid, Max von Sydow und Christopher Plummer. Mega gut. Hammer. Dreamscape. Was ist das hier für eine Firma? Thorn Emi. Steig ein in den Albtraum deines Feindes und du wirst das größte Abenteuer deines Lebens erfahren. Guck mal, ein richtig schickes Cover auch. Ja, gefällt mir richtig gut. Ich habe den gar nicht in der Sammlung. Und ich muss auch, ich meine, ich habe den nicht und ich meine, ich habe den auch noch nie gesehen. Wahrscheinlich werden jetzt einige wieder schreiben, was? Auf jeden Fall nachholen! Penner! Du verdammter Penner! So, ich hole das nächste Zeug raus. Ah, hier sind Trümmer MC. Ist der neue Rapper, der neue Stern am Rapperhimmel. Ja, steht Trümmer drauf, aber nicht, ich dachte erst Tümmers, ja. ihr kennt bestimmt alle von damals noch World of Video, ja, das hieß bei uns hier in Düsseldorf Tümmers. Später hieß das erst World of Video und naja, egal. Auf jeden Fall gucken wir mal nach Trümmer MC. Genau, ich denke mal, das sind die, die ich mir ausgesucht habe. Wäre natürlich was zu schneiden gut, ne? Ah, hier. Chaos im Chaos. Nee, Ordnung im Chaos, das wollte ich sagen. So, zack. Hat das Messerli wieder seine Arbeit getan, gell? Oder? So. Ich glaube, dass die das sind. Oder hat er mir noch andere reingetan? Nee. Ach, das sind welche ohne Cover. Hani und Nani geben ein Fest. Die Nummer 11 haben wir hier noch. Ich müsste auch noch eine ganze Kiste haben, wo ich auch nur Cover habe. Vielleicht kann ich da ja was komplettieren. Das wäre geil. Police Academy Volume 1. Irgendeine habe ich. Ich weiß aber nicht, ob das die erste ist. Aber sehr, sehr gut. Die drei Fragezeichen und der unsichtbare Gegner, das ist die Folge 38. Kann ich gerade aus dem Kopf gar nichts zu sagen, tatsächlich.
TKKG-Folge 137. Verschleppt ins Tal Diabolo. Sehr cool. Bin ich ja immer noch so ein bisschen auf dem Trip. Ne? Also im Moment ziehe ich TKKG tatsächlich den drei Fragezeichen vor. Oh, das ist aber eine ganz alte hier. Die drei Fragezeichen Nummer 7 und der unheimliche Drache. Sehr cool. Ja, geil. Ist denn noch irgendwas drin? Nein. Mega. Da werde ich auf jeden Fall nachher gleich mal gucken. Wie gesagt, so ein paar Cover habe ich auch ohne Kassette. Und jetzt habe ich ein paar Kassetten ohne Cover. Vielleicht kann ich da ja was, ne? Paar schippen. Naja, gut. Ich hole mal noch da was raus. Moment. So. Dann haben wir Wunsch-MCs. Ist hier irgendwas? Ja, da muss ich noch mal ganz kurz was verdecken. Wunsch-MC. Das ist gut. So. Da gucken wir mal. So, Wunsch-MC Nummer Uno. Und zwar ist das einmal die 15 der, also Folge 15 der TKKG UFOs in Bad Finkenstein. Ja, sehr cool. Dann haben wir hier die Nummer 24, gefährliche Diamanten. Ah, herrlich, oder? Ich finde, das sieht so geil aus. Auch mit dem gezeichneten Cover und sowas. Mega gut. Dann haben wir die Nummer 93, die Opfer mit der kühlen Schnauze. Ja, die, ja, das ist auch, glaube ich, das, warum ich die so ein bisschen bevorzuge. Natürlich ist bei den drei Fragezeichen ist es auch manchmal so ein bisschen waghalsig und sowas. Ein bisschen risky, wie man heutzutage sagt. Aber hier ist es dann immer noch so ein Ticken gefährlicher, finde ich. Und ja, schmack doch. So, genau. Und einmal hier DuckTales Nummer 3, das Tal der goldenen Sonne und im Goldrausch. Jetzt habe ich, glaube ich, insgesamt 4 Stück oder so. 4 Stück oder sowas. Also mit der jetzt zusammen richtig cool. So, und dann nochmal DuckTales. Ach, das waren 2. als die Zeit stillstand und wer wiegt, gewinnt. Also wenn ich auf die Waage gehe, dann verliere ich immer. Und nochmal DuckTales. Ich weiß das schon ja nicht mehr. Ich sage immer nur, gib. Merke ich mir nicht, gib alles her. der goldene Kondor und im ewigen Eis. Das ist richtig cool. So, das waren die Wunsch-MCs. So, und jetzt ist hier noch was. Ich glaube, das sind Platten. Ja, du bekloppter Hund. Ich bin gespannt, was das ist. Ihr auch? Dann hole ich das jetzt mal hoch. Moment. Hier schimmert schon was durch. oh, ei. Davon gab es Hörspiele. Das ist aber grenzwertig, du. Eieieiei. Ich muss dazu sagen, zu diesen ja, Puppen, kann man das sagen? Ja, ich denke schon. So ein Monchichi-Püppchen hatte ich auch. Ich glaube, ich hatte sogar 2. Und ich weiß gar nicht, ob man das bei allen so machen konnte. Auf jeden Fall, das Püppchen, was ich hatte, da konnte man halt den Daumen, ne? Und dann konnte das am Daumen nuckeln. Aber dass es davon Hörspiele gab, alter Vater. Ja. Uiuiui. Stars aus dem Kinderzimmer. Mhm. Was steht da? Wochenendferien. Ein Hörspiel von Egon L. Frauenberger. Mit viel Musik und lustigen Liedern. Und viel Bier. ja, jetzt nicht
nicht falsch verstehen, natürlich freue ich mich darüber, ja. Ist auf jeden Fall ein Kuriosium, sagen wir es mal so. Was? Pass auf, Monchichi Sie, Monchichi R, also Sie R, der Tankwart von der Tobi-Bär-Tankstelle, der Mann vom Parkplatz, der Oberkellner vom Gasthaus zum Goldenen Adler, Dagobert Hieronymus, Scheibenwischer, Radiosprecher, ein schlauer Bauer und andere. Das sind die Charaktere, die hier vorkommen. Oh Gott. Monchichi, ich bin dein Freund. Wow. Die echten Original. So richtig zum Liebhaben steht hier drauf. Hammer. Geil. Glaube ich. Nein, vielen, vielen Dank natürlich. Ja, das ist, wie ich immer zu sagen pflege, nicht selbstverständlich. Was haben wir hier? Oh. Oh, das ist Neue Deutsche Welle. Levis Rock Festival. Markus, Nena, Hubert K. und Relax. Gab es mal eine Band, die hieß Relax? Relax spielt, weil Idi Morg. Radio hören, nie mehr im Leben vor I Achterbahn. Nee, sagt mir nichts. Markus, Hubert K., Sternenhimmel, Hongkong, Tokio, tanzen gehen. Ist das live? Levis Rock Festival wird wohl live sein, ne? Zaubertrick, Tanz auf dem Vulkan und nur geträumt. Ey, cool. Sowas habe ich auch noch nicht gehabt. Das kann man hier aufmachen, aufklappen. Habe ich das schon gezeigt eigentlich? So sieht das aus. Mit Spiegelung, ja. Und dann kann man das hier so aufmachen. Ja, ist auch natürlich eine geile Farbkombi, ja. Grün mit Pink. Aber mega. Geil. Da freut sich auch der, das mache ich an, der hier, der Angler, der kommt ja bald nochmal zu Besuch. Der steht ja auch auf so Neue Deutsche Welle. Da so wecke ich den dann mal morgens hier. Warte mal hier. Nein. Ist das geil. Aber ich muss das nochmal ganz kurz beiseite legen. Das sieht so aus, als wären hier irgendwie zwei Sachen drin oder so. Oder ist das das Inlay wahrscheinlich, ne? Ich muss mal gucken, ob ich davon was kenne. Burli. Muss ich noch mal reinhören. Auf jeden Fall kenne ich natürlich Küss die Hand, schöne Frau. Ja, ja, darf ich reinzeigen. Ist gezeichnet, ist Kunst. Erste allgemeine Verunsicherung. Ja, Liebe, Tod und Teufel, Teil 1. Hammergeil. Finde ich auch mega, ja. Richtig abgefahrene Truppe. Ja, und dann ist hier noch sowas wie so ein ja, noch so ein Inlay mit bei, mit den Songtexten. Ohr Troubles, Prinz Charles. Ja, Hammer. Hey, meine erste ERV-Platte, glaube ich, müsste das sein. Richtig geil. So, Moment. Das hatte ich schon in der Hand, ne? Jawohl. Jetzt kommen noch zwei Stück und dann ist auch Schluss für heute. Da haben wir hier einmal Alibaba und die 40 Räuber. Märchenhörspiel nach Erzählungen aus 1001 Nacht. Auf dem ersten Augenblick sagt mir hier keiner was von den Sprechern. Aber trotzdem mega geil, wenn es nicht allzu kindisch ist, sage ich jetzt mal vorsichtig. Wenn das gut gesprochen ist und ja, dann ist auch so eine Geschichte auf jeden Fall interessant. Ich habe auch tatsächlich eine, ja, es war Sindbad, ne? Ich habe, glaube ich, irgend so eine Sindbad-Folge mit so einer Schlange und so einem Diamanten vorne drauf.
habe ich als Kind gerne gehört. Jetzt heute so im Erwachsenenalter war schwierig, weil da ist ein Charakter, der ziemlich nervig spricht. So müsst ihr euch vorstellen, so in einem Stil wie der Yoda-Meister. Ja, ein bisschen blöd du bist, so in der Art. Ne? Das ist dann, der Satzbau ist immer so ein bisschen anders gewesen und hat ja noch so eine krächzige Stimme gehabt. Schwierig. Geil. Das ist ein Hörspiel, oder wie? Ach, das kann man auch aufmachen. Schweinchen Dick und seine Freunde. Auftrittslied? Die gestörte Geburtstagsfeier? Ja, das ist bei mir jedes Jahr. Abenteuer im Museum, Schweinchen Dick als Fußballtrainer und die Bärenfalle. Auftrittslied? Schlusslied? Cool. Was steht da? Schweinchen Dick von seiner besten Seite. Aber Schweinchen sind doch alle Seiten. Gut. Guck mal hier, Bugs Bunny in braun. Ja, ist auch schon. Hier, rote Karte. Runter vom Platz. Das ist auch geil. Das bleibt auch definitiv. Looney Tunes und so geht immer. Und sowas in der Richtung habe ich auch nicht. Und hier steht zum Beispiel Warner Brothers 1973. Kann man hier denn erkennen, wer wen spricht? Aber sagt mir alles nichts. Schoko, der Bär. Friedrich von Bülow. Nee, sagt mir leider nichts. Aber, na, ist halt auch von Anfang der 70er, ne? Aber mega geil. Richtig cool, ey. Auf jeden Fall, Schmidtchen, vielen, vielen Dank. Damit machst du nicht nur mir eine Freude, sondern auch Frau Picker natürlich. Richtig geil. Ja, auf jeden Fall nochmal vielen, vielen Dank, dass du da an mich gedacht hast. Ich freue mich auch über die Kassetten, die kein Cover haben. Ja. Und wie gesagt, bei den anderen, da kann ich jetzt schön meine TKKG-Lücken füllen. Fehlt doch schon noch ein bisschen. Ich möchte nämlich auch gerne Folge 1 bis 100 möchte ich gerne voll haben und alles, was darüber hinausgeht, muss nicht sein. Ne? Ich meine, hier war jetzt auch eine bei, glaube ich, ohne Cover mit 137 oder was das war. Wenn sowas ab und zu mal reinkommt, klar, gerne, aber auf dem Trödelmarkt lasse ich sowas auf jeden Fall liegen. Wie gesagt, 1 bis 100 muss auch reichen. Und auf jeden Fall, wie gesagt, danke, danke, danke. Und ich werde jetzt die Dinger hier schön ordentlich wegräumen. Und bald habe ich Urlaub und dann werde ich hier und da definitiv mal wieder eine Platte auflegen, mal wieder eine Kassette in den Player schmeißen und da mal reinhören. Ich bin gespannt. Also nochmal vielen, vielen Dank und bis demnächst. Tschüss, macht's gut, euer Mobi-Picker. Bis dann, ciao, ciao.